immer größer geworden ist. Früher war er finster und auch wesentlich kürzer. Es war früher sehr gefährlich, weil die Fahrer kaum Ölflecken gesehen haben, die auf der Rennstrecke waren. Die Yacht des Millionenräders Niarchos rechts unten im Bild, eines dieser Schiffe gehört auch dem austrokanadischen Ölmillionär Walter Wolf und eines der Segel...